Moin und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von der Inselbauhof. Heute sind wir, glaube ich, schon in Folge 15 und ich finde es einfach unfassbar krass, dass wir seit 15 Folgen dieses wunderschöne Projekt zusammen umsetzen. So, heute geht es weiter mit unserer Baustelle. Hier werden wir erstmal ein bisschen abladen und auch parallel die ersten Vorbereitungen treffen für den Bau. So, die Umleuchte können wir eigentlich ausschalten. Also in der letzten Folge haben wir ja schon die Bodenplatte hier platziert und mit der Walze und sonstigen Faktoren angefangen, das hier alles so ein bisschen zu begradigen. Das hier ist noch nicht ideal. Heute werde ich auch wieder das Landschaftsbautool von Giant Software hier nutzen, was ja standardmäßig im Spiel enthalten ist, um das einfach so ein bisschen zu glätten hier, weil ihr seht, das sieht hier nicht gerade schön aus. Das müssen wir halt ein bisschen glätten, damit das hier auch alles so seine Richtigkeit hat. Ah, das Land hier gehört uns nicht mehr. Okay, gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass das hier so ein bisschen merkwürdig ausschaut. Wir probieren es einfach mal. Ja. Kann sein. Naja, so geht das auf jeden Fall schon mal viel besser klar als vorher. Da sah das nicht so schön aus. Wir können es natürlich auch mit der Walze theoretisch hinterher nochmal ausprobieren. Aber da gucken wir einfach mal. So, wir fahren jetzt erstmal hier an die Seite. Und Ziel ist es letztendlich hier ein etwas höheres Gebäude zu bauen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wir können jetzt aber auch nicht so realistisch bauen, weil zum Beispiel ganz normale Treppen oder so, das funktioniert hier ja jetzt nicht drin. Aber wir stellen uns das vor, dass das funktioniert. So, dann schauen wir mal, was natürlich richtig cool wäre, wenn man zwei nebeneinander platzieren würde, um hier was Schönes zu bauen. Aber das wäre theoretisch ein Projekt für ein anderes Mal. Wir gucken jetzt erstmal, wie hoch wir überhaupt gebaut bekommen, ohne dass das Gebäude einstürzt. Als nächstes werden wir dann jetzt erstmal hier den Motor starten und den Bagger einmal abladen. Achso, stimmt, der ist hier noch fixiert, oder? Kriegen wir den so wohl runter? Ja, ihr merkt, der ist hier fixiert. Das klappt dann natürlich nicht. So, hier wird er einmal losgemacht. Hier auch. So, und jetzt können wir den auch hier runterfahren. Das passt ja auch alles. Wir gucken mal eben hier wegen des Krans. So schaut das doch gut aus. Was ist hier hinten für ein Problem? Ist doch irgendwie wieder so ein kleiner, größerer Stau. Okay, es ist wirklich ein sehr großer Stau. Also, die haben hier irgendwelche Probleme. Aber wie ihr hier sehen könnt, Umleitung, wo geht sie hin? Richtig, hierher. Aber das ist für den KI-Verkehr leider nicht zu verstehen. Das wäre cool, wenn es das geben würde. So Verkehrsschilder, wo der KI-Verkehr direkt reagiert. Aber leider gibt es das halt nicht. Okay, gut. Dann können wir eigentlich schon mit den Vorbereitungen für das Haus starten. Also Bodenplatte existiert. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich schon anfangen mit den Arbeiten. Da gucken wir mal kurz. Wir gehen hier auf Tools. Ich glaube, es war unter Dekoration Sonstiges, genau. Und holen dann einfach mal ein paar Betonblöcke. Wir müssen natürlich gucken, dass wir, wenn wir diese Fensterbrücke beispielsweise nutzen, dass wir da die Fenster am besten übereinander machen. Da müssen wir mal gucken, weil die haben halt den Nachteil, dass die hier keine Vertiefungen haben. Das ist so das große Problem. Und wir müssen uns dann auch echt mal Gedanken machen, ob wir hier irgendwo so ein Gerüst besorgt bekommen, womit wir dann den Rest hier machen können. Das wäre echt eine gute Geschichte. Naja, gut. So,
wir werden dann jetzt erstmal Superstärke einschalten und dann hier anfangen. Na, das war nicht ganz richtig. Wir werden dann hier anfangen. Moment. Ja. So, jetzt. Also wir werden dann anfangen, hier die ganzen Bausteine zu fixieren. Möglichst so, dass uns das Gebäude hinterher nicht einstürzt. Ich habe da eine grobe Idee, wie wir das machen können. Nur, was ihr halt nicht vergessen dürft, ist, es ist schon etwas komplizierter mit diesen Steinen. Was ich sehr merkwürdig finde, und da bin ich ehrlich zu euch, ist folgender Aspekt. Diese Bauklötze befinden sich im Mod-Hub. Im offiziellen Mod-Hub. Wollt ihr mal sehen, was passiert, wenn ihr das Spiel speichert? Dann passiert nämlich folgendes. Das hier. Ich habe nichts gemacht, ausnahmsweise mal. Der Praktikant ebenfalls nicht. Das Gebäude ist einfach eingestürzt. Und die schweren Betonplatten sind auf unsere Feuerwehrfahrzeuge gestürzt. Das passiert halt, wenn man das Spiel dann speichert. Da gibt es irgendein Kollisionsproblem. Da verstehe ich leider nicht, warum das dann im Mod-Hub so angeboten wird, wenn das doch hier Probleme beim Speichern verursacht. Also, keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil wenn ich so eine Mod aus Mod-Hub runterlade, dann erwarte ich, dass das auch halbwegs funktioniert. Naja, gut. Das ist halt so. So, dann gucken wir mal kurz. Sind wir wieder hier. Deswegen kann es durchaus passieren, dass ich das hier alles an einem Tag aufnehmen muss. Oder halt ja, innerhalb von ein paar Tagen. Also was ich jetzt gemacht habe bei dem anderen Projekt, da hatte ich leider nicht ganz so viel Zeit. Also bei dem anderen Part vom Inselbauhof. Da hatte ich nicht allzu viel Zeit. Und da habe ich den PC mal angelassen und habe dann den Spielstand laufen lassen. Und so konnte ich dann auch am nächsten Tag weiter an dem Projekt arbeiten. Naja, gut. So. Macht schon ganz gute Fortschritte, wie ich finde. Heute soll das ja auch ziemlich warm werden. Also wenn du das Video jetzt heute am 11. August siehst, dann wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Bei uns in Hamburg sollen es 26 Grad werden. Ich bin ja mal gespannt. Was denkt ihr denn? Wie viele Etagen könnten wir hier schaffen? Also wirklich realistisch gesehen. Ich denke mal 3. Das halte ich für realistisch. Wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt dann hier mit so einer Platte noch arbeiten können. Also, dass wir so Zwischenstocke machen, wäre natürlich ganz gut. Aber da wäre es auch ein großer Wunsch von mir, dass wenn es eine V2 gibt von dieser Mod, erstens natürlich das Problem mit dem Speichern behoben wird. Und zweitens, dass man es vielleicht so handelt, dass noch weitere Modelle hier hinzugefügt werden. Dass man dann auch wirklich hier ein passendes Dach hat. Das wäre so eine coole Geschichte. Alles klar, dann machen wir jetzt mal hier weiter. Gehen wieder auf Dekoration, auf Sonstiges. Und setzen hier dann die weiteren Steine. Müssen mal gucken, ob das jetzt hier auch alles so passt. Ist schon mal gut. Da wollte er jetzt nicht reingehen. Ist auch okay. Da hat es geklappt. Da auch. Da ebenfalls. Oh, wir haben ja gerade eine richtige Serie. Krass. Ja, richtig cool. So, und jetzt haben wir dann ja quasi den Grundstein gelegt. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wie wir hier fortfahren. Also hier dann wieder so, okay, quer. Ja, das kriegen wir hin. Da bin ich fest von überzeugt. Da müssen wir jetzt mal kurz gucken, wie wir das dann am besten umsetzen. Gehen nochmal auf Bauen. Dekoration, Sonstiges. So, genau,
Hier müssen wir dann so einmal starten. Das ist natürlich auch ziemlich cool zu bauen. So, wie müssen wir das hier machen? Okay, hier müssen wir es genauso machen. Ah, da ist er nicht ganz reingegangen. Schade. Wir können ja gleich kurz korrigieren. Ist ja kein Thema. Auch nicht geklappt. Auch nicht. Sag mal. Gut, okay. So. Ihr seht, das ist dann versetzt. Und so stürzt uns die Wand auch nicht direkt ein. Alles klar. Prima. Ich würde sagen, wir bauen sogar eine kleine Tür hier mit ein. Ich glaube, das wäre echt cool. Dass wir hier zumindest so einen Eingang haben. Verkaufen. Jo. Jetzt nehme ich hier einmal zwei normale Blöcke. So, okay. Also es ist halt mehr so ein, ja, so eine Art Lego-Event, würde ich schon sagen. Aber ich kann euch schon mal versichern, meine lieben Freunde, es ist gerade ein sehr, sehr geiles Projekt geplant, wo ihr auch hinter was richtig Cooles gewinnen könnt. Solch ein Projekt hatte ich noch nie auf meinem Kanal, aber es hat mit Feuerwehr zu tun. Also ihr könnt gerne in den Kommentaren raten, worum es gehen könnte. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also, hier passen wir ja ohne Probleme durch. So groß sind wir ja zum Glück nicht. Wie wir das Problem jetzt hier einmal lösen. Ich würde vorschlagen, wir setzen jetzt hier eine Fensterbrücke hin. Kommen wir denn dann da noch durch? Ja, okay, perfekt. Sollten jetzt nicht größer sein als das, aber wir kriegen das schon hin. So, gehen wieder auf P für Bauen oder für einen Shop. Jetzt machen wir klassisch weiter. Natürlich so, dass das, wie gesagt, hier nicht einstürzt. Oh, jetzt haben wir aber in der Ecke das Problem. Achso, doch, wir haben so einen Einer. Einer Baustein, das ist ganz gut. Wie schaut das hier aus? 4, 4, 1 und ebenfalls 1. So, das setzen wir dann einmal gescheit hier rein. Prima. Wir kommen echt gut voran, wie ich finde. Dann machen wir noch eben eine komplette Reihe hier fertig. Nämlich diese hier. Und hier seht ihr schon wieder, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Und hier kommt noch ein Zweier rein. Warum? Damit das halt auch alles ziemlich sicher steht. So, alles klar, prima. Dann geht's hier weiter. Also wir können natürlich jetzt auch alles per Hand machen, nur dann haben wir bestimmt 200 Folgen. Das wäre dann auch etwas too much.
Es passt hier auch ganz gut. Also, die setzen wir mal eben hier rein. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das dann überhaupt mit der Grafik verhält, weil umso mehr Elemente wir hier natürlich nutzen, desto mehr Polygone sind ja hier auf der Karte und das kann halt deutlich nach hinten losgehen. Also das ist halt ziemlich laggt und alles. Da müssen wir einfach mal gucken, wie das klappt. Weil wir sind jetzt gerade ja bei so ein paar unstabilen FPS. Jetzt geht's mal wieder. Wir gucken einfach mal, wohin die Reise führt. Und jetzt setzen wir noch den letzten Baustein für heute. Und dann haben wir dieses Projekt für heute zumindest vom Bauschritt her fertig. Prima. So sieht es aus. Gut, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.